Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, ich halte es einfach mal ganz kurz heute. Wir machen heute schottische Eier, eine Frankfurter grüne Soße und dazu gibt es Spargel. Viel Spaß! Ja, heute wollen wir uns mal als Niedersachsen an die Frankfurter grüne Soße wagen. Ich habe da letztens ein ganz interessantes Rezept bei uns in der Tageszeitung gelesen und das werden wir einfach jetzt mal nachkochen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Petersilie, einen Bund Schnittlauch, ein halbes Kästchen Kresse, wir brauchen 8 Kräuter. Es ist total witzig, diese 8 Kräutermischung. Da ist, glaube ich, alles drin, was man auch für die Frankfurter Soße braucht. Da ist Kerbel drin, Petersilie, Pimpinella, Sauerampfer, Schnittlauch, Kresse und auch Borretsch. Also perfekt. Ich denke, in Hessen wird es wirklich diese Bündel geben für Frankfurter Soße. Hier bei uns in Niedersachsen leider nicht. Naja, wir brauchen frischen Schmand, eine Zitrone oder den Saft einer Zitrone, mittelscharfen Senf, saure Sahne. Zum Würzen nehmen wir Pfeffer und Salz, etwas Honig und eventuell brauchen wir auch noch zum Glattrühren Rapsöl. Da muss ich aber mal schauen. Und was habe ich hier noch? 5 Eier habe ich noch. Und daraus zaubern wir die grüne Soße. Als erstes habe ich nun unsere hartgekochten Eier halbiert. Ich versuche das Gelbei vom Weißei zu trennen. Das kommt hier in eine Schüssel. Und das werde ich so durchmatschen, dass es richtig schön cremig ist. Ich denke, damit kriegen wir die Soße richtig schön cremig. Das Weißei wird hinterher in Würfelchen geschnitten, in kleine Würfelchen. Damit man es dann auch unter die Soße heben kann. Unserem Gelbei habe ich nun 3 Esslöffel Rapsöl dazu gegeben. Ich denke, damit geht das Matschen richtig gut. Zu unseren Eiern kommt jetzt der Schmand und die saure Sahne. Die Eier gehen bestimmt auch gut durch ein Sieb zu streichen, damit sie richtig schön fein sind. Also das Gelbei. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Unsere frischen Kräuter habe ich nun klein gehackt. Es riecht fantastisch. Die kommen nun in unsere glatt gerührten Schmand, saure Sahne, Gelbei-Mischung. Dazu kommen noch die 8 Kräuter, die tiefgefrorenen. Und dann geht's weiter. Die Kräuter sind untergerührt. Dazu habe ich jetzt einen Esslöffel mittelscharfen Senf gegeben. Ich habe eine halbe Zitrone ausgedrückt. Dazu einen Teelöffel Honig getan. Ja, dann würzen wir das Ganze noch mit Salz. Und etwas Pfeffer. Rühren alles zusammen und mal schauen, wie es dann schon mal schmeckt. So, alles untergehoben. Ich habe gerade mal probiert. Lecker. Jetzt gebe ich noch unsere kleinen gewürfelten Eier dazu, das Weißei, und dann ist unsere Soße fertig. Ab in den Kühlschrank, bisschen durchziehen lassen und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Zutaten für unsere schottischen Eier sind sehr überschaubar. Wir brauchen 4 hartgekochte Eier. Dann haben wir 4 frische Bratwurst. Das sind ungefähr 500 Gramm. Ich werde den Bratwurstbret aus dem Darm entfernen, lösen, rausdrücken. Wie auch immer. Wir brauchen zum Panieren noch Paniermehl und ein frisches Ei. So, ich versuche jetzt unsere Eier in dem Bratwurstbret zu verstecken. Mal sehen. Wir haben leider keine Eier in Größe S. Wir sind, glaube ich, eher M oder L.
Oder noch größer. Ja, dann hat man mehr von. Stimmt. Ist ja auch schön, dass sie schön groß sind. Aber es funktioniert. Schaut mal. Zupappen das Ganze. Ja, ich denke, so kann es aussehen. Und mit den anderen werde ich weiter so verfahren. Unsere schottische Eier. Wende ich nun im aufgeschlagenen Ei. Dann in Paniermehl. Ja, mach weiter. Mit den anderen Verfahren war genauso. Ich erhitze jetzt draußen Frittieröl. Das brauchen wir nämlich auch noch. Ja, und dann sehen wir uns draußen wieder, während die Anne hier drinnen weiter schmaddert. Genau. Okay, bis gleich. Ja, unser Frittierfett ist jetzt heiß. Und darin werden jetzt unsere schottischen Eier ausgebraten. Nennt man das so? Ausgebraten? Ausgebacken, ja, ne? Oder ausgebacken. Goldgelb sollen sie werden. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ja, wenn müssen wir sie. Wir haben diesmal nicht den Wok genommen. Für die 4 Stück fand ich das ein bisschen übertrieben. Oh, ja. Hättest du mal sauber machen müssen, ne? Nee, die sind alle sauber und hängen. Ja, eben, deshalb. Ja. Ich habe in der Zwischenzeit den Spargel aufgesetzt, der kocht drin. Und ja, ich denke, wenn wir hier fertig sind, melden wir uns wieder. Genau. So, Freunde, unsere schottischen Eier sind nun fertig, ausgebacken. Nun kann gegessen werden. Anne und Helmut von Kühnes Kochkanal wünschen guten Appetit. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Die schottischen Eier, einfach lecker. Kann ich mir auch gut vorstellen, die kalt zu essen. Das werde ich heute Abend mal ausprobieren. Weil ein so ein Ei, da war ich bickebacke satt von. Soße, natürlich der Hammer. Da hat meine Frau recherchiert. Bevor Fragen kommen, die isst man wirklich kalt. Ja, und das kommt aus Frankfurt. Da hat wohl jede Familie ihr eigenes Rezept dafür. Wir haben unseres jetzt auch. Ja, zum Spargel brauche ich nichts weiter sagen. Spargel passt wunderbar dazu. So, kleine Info noch. Die Mittwochsvideos gibt es in nächster Zeit erstmal nicht mehr. Hat den Grund, also wir haben jetzt genug mit Bärlauch gezeigt. Und es reicht erstmal. Ne? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und Anno und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Tschüss.